Sie haben eine harte letzte Saison gehabt nach der schweren Verletzung. Wenn Sie jetzt Ihren Formstand vergleichen mit vor einem Jahr, wie würden Sie das einschätzen? Es ist jetzt gerade schade, dass ich die Zähne nicht mit. Aber vorgestern haben mir mein Trainer gesagt, dass ich irgendwie ein Drittel so viele Tage auf der Skibe war. Letztes Jahr, wie nur jetzt, und das war letztes Jahr im Dezember gewesen. Also das ist einfach nur von einer Zahl her massiv viel weniger Trainingstage. Und da reden wir noch nicht mal von der Qualität von den Tagen, die ich gemacht habe, weil meistens letztes Jahr musste ich einfach kürzer machen, weniger machen, wieder aufhören. Eigentlich Fokus nur immer auf das Knie, was tut, habe ich weh, und gar nicht auf die Technik, nichts Materialabstimmung. Es geht einfach um einiges leichter, wenn der Körper mitmacht. Ja. Und das ist auch das Gefühl, das Sie auf dem Ski haben. Das ist nicht zu vergleichen mit letztes Jahr. Ja, es ist einfach auch im Kopf natürlich. Ich weiss, dass ich viel besser trainieren kann. Im Sport gibt es ja nicht das 1:1. Also das heisst nicht, dass ich jetzt automatisch jedes Rennen auf dem Podest bin. Aber ich habe einfach viel ein besseres Gefühl, weil ich das machen kann, was ich auch will. Und dann fängt das an, das ist der erste Schritt. Nachher geht es in den Kopf. Man hat mehr Vertrauen, weil man weiß, dass man gut trainiert hat. Und so summiert sich das am Schluss. Und das macht nachher den Unterschied, ob man 12 ist oder halt eben erst. Sie sind eine passionierte Golferin. Haben Sie im Sommer Zeit gehabt, das Handicap ein bisschen zu verbessern? Ja, dieses Jahr bin ich gerade Ende Saison, 2 Wochen, golfen. Und haben es tatsächlich nach langen Jahren mal wieder geschafft, es ein bisschen zu verbessern. Das heisst? Ja, jetzt bin ich auf 12, 3, ja. Also nächstes Jahr müsste es dann mal mit dem Single klappen, das wäre das grosse Ziel. Oder dann halt nach der Karriere, wenn ich endlich mal mehr Zeit hätte. So, neben dem Golfen geniessen Sie, glaube ich, auch gerne mal ein Glas Wein. Hat es da auch ein bisschen Möglichkeiten gegeben, jetzt im Sommer ein bisschen abzuschalten und das zu geniessen mit Familie und Freunden? Ja, ja, also als Walliser ist man ja gegen Wein sozusagen immun. Also das ist ja eigentlich wie fremdes Wasser. Nein, also ich habe da eigentlich eine lockere Einstellung. Ich bin überhaupt nicht der Süffel und als Sportler würde ich das auch absolut nicht vertragen. Aber also ein Glas Wein am Abend, glaube ich, schadet niemandem. Und es geht auch ums Gesellschaftliche, finde ich. Miteinander gemütlich zusammen sein. Das ist etwas, was ich sehr schätze. Sie sind über Jahre hinweg Zimmerkollegin von Nadja Steiger gewesen. Jetzt ist sie letzte Saison halt schon praktisch nicht dabei gewesen. Haben Sie ein anderes Gespendli gefunden in der Zwischenzeit? Ja, ich tue natürlich nicht so schnell wechseln, oder? Ich muss jetzt zuerst über die Training hinwegkommen. Nein, ich habe es mit allen eigentlich wirklich gut. Und wir wechseln jetzt einfach ein bisschen ab. Und wir müssen wieder jemanden finden, der euch ein bisschen zusammenpasst. Oder so vom am Morgen aufstehen, am Abend gehen schlafen, vielleicht noch lesen. Da muss man sich auch ein bisschen mehr wegen dem muss man sich ein bisschen finden. Nicht unbedingt Kollegen, weil ich habe es mit allen gut und gleich ist niemand das Herzblatt oder niemand die Steige. Wird halt nicht so leicht ersetzt. Aber. Also ist das Auswahlverfahren am Laufen? Ja, die Selektionen laufen noch.